Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei Kickstarter und hier sind eure Gastgeber, die wollüstigen Zwillingsbrüder von Joko und Klaas, die Musen von Thomas Gottschalk und Günther Jauch, die Mentoren von Stefan Raab, die Hitgiganten von Dieter Bohlen und die wahren Schlauts der Gaming-Szene. Live aus den West Coast Studios in Irland begrüßen euch unsere Showmaster Steffen und Daniel. Wir sind zurück. Mit der Reichheit in groß. In groß. Wir haben keine Kühen irgendwie. Kühen und was? Keine Kühe gespart. Gescheut. Wir haben keine. Wir haben und haben unser Studio umgebaut. Wir haben ein neues Studio. Das ist endlich live aus der. Nee, ihr kennt ja unsere Küche. Das wäre jetzt gelogen, ja. Ja. Wir haben auch schon. Stefan hatten wir gesagt. Stefan. Oder der Reichheit, wenn du ein Freund bist. Der Reichheit, wenn ich ein Freund bin. Am Ende des Interviews vielleicht der Reichheit für euch. Okay, wir bleiben erstmal bei Stefan. Ich verstehe das schon, ja. Wir haben auch schon Küchenstreams gemacht. Weniger professionell. Da ist alles umgefallen, aber heute... Das sieht so schick aus. Ich würde... Leute, das wäre was hier. Können wir mal plus in den Chat... der Reichert auf Maschine TV, einmal die Woche so, das Brunchen am Sonntag. Nee, Sonntag wollte jemand anders den Sendeplatz haben, aber... Ausrufezeichen auf jeden Fall der Reichert. Dann kriegt ihr alle richtigen Links. Würde mich sehr freuen, so einmal die Woche bei euch kochen zu müssen. Das wäre schön. Ja, aber an die Leute vielleicht in den Chat, die dich noch nicht kennen, Stefan, wer bist du, was machst du, wo willst du hin? Stefan Reichert, 47 Jahre alter Ruhrpottler, der jetzt in der Nähe von Köln lebt, bin seit 20 Jahren in der Games-Branche, habe am Anfang selber Spiele entwickelt, 2003 ein kleines eigenes Entwicklerstudio gemacht, ein Indie-Entwickler, mit dem wir Spiele für RTL gemacht haben. Ich bin Star, holt mich hier raus. Ja, ein Knaller. Das Harpe Kerkeling, Weiße Bescheid Quiz, das waren so die beiden Spiele, die man kennen könnte. Dann habe ich parallel Veranstaltungen gemacht, habe den Deutschen Entwicklerpreis aus der Taufe gehoben, die Entwicklerkonferenz Quo Vadis. Das fing alles so 2003, 2004 an. Ich war 7 Jahre der Geschäftsführer vom Game-Verband, kennt der ein oder andere vielleicht. Das ist der Verband, dem die Gamescom gehört. Und habe über viele, viele Jahre wahnsinnig viele Veranstaltungen in der Games-Branche gemacht, habe irgendwann aufgehört, Spiele zu entwickeln und mache jetzt die offizielle Spieleentwicklerkonferenz der Gamescom, die DevCom, die 2 Tage vorher stattfindet. 2.500 internationale Spieleentwickler, die Macher von The Division oder allen möglichen anderen. Darf ich jetzt zum Teil noch gar nicht verraten, weil wir eine Keynote noch gar nicht angekündigt haben, merke ich gerade. Sind da 2,5 Tage lang, alles hier in Köln. Und ansonsten bin ich seit 1,5 Jahren Twitch-Partner, mache auf Twitch vor allen Dingen Interviews und eine Kochsendung jeden Montagabend. Ja. Sehr geil. Das ist ja ein Lebenslauf. Ich sehe eine Sendung. Ja, der war jetzt, ich bin überrascht, dass ich den wirklich so komprimiert rüberbringe, dass das alles so geplant klingt. Ja. Ich wollte gerade sagen, das ist professionell. Du weißt zu sprechen vor der Kamera. Tommy Krabbeis und Stefan Reichert vor der Kamera. Ich sehe da ein Format. Tommy war schon mal bei mir im Interview, in einem meiner ersten Interviews, die ich gemacht habe. Und der hat mich gelehrt, was Brillanz vor der Kamera bedeutet. Da bin ich noch weit von entfernt. Ey. Ich werde Tommy höchstens Wasser bringen, wenn der mal vor einer Kamera steht und ich in der Nähe bin. Ja, dann solltest du unseren Kanal im Auge behalten. Er war schon da. Wer weiß, was ich habe es gesehen. Der war Anfang der Woche da, ne? Was haben wir heute? Donnerstag? Dienstag? Dienstag war er da, ja. Dienstag. Der Tommy. Ja. Der Tommy oder der Stefan? Begnadet, ey. Der ist einfach ein begnadeter Künstler. Ich habe gestern Abend spät noch Fernsehen angemacht, weil ich noch 87 Grad hier in der Wohnung hatte und da war RTL Samstagnacht, so ein Rückblick. Zusammenschnitt, Best-of, irgendwas auf Super RTL. Ja. Oh, und allein damals die Sachen, ne, von dem. Also er wird dazu, glaube ich, gerne, das hat er ja öffentlich erzählt, nochmal einen Film machen. Aber dafür müssen 2,5 Millionen fließen, hat er gesagt. Sammeln wir die jetzt? Ich mach mir mal einen Kaffee. Mach dir mal einen Kaffee, du hörst uns ja weiterhin. Sammeln, mal gucken. Mal gucken, was wir vorhaben. Wir haben auf jeden Fall demnächst nochmal ein nettes Meeting und dann schauen wir mal, was so möglich ist. Wichtig ist,
Ja. Ausrufezeichen Fragen, dann könnt ihr nämlich in unseren Discord kommen und den lieben Stefan, der Reichert, könnt ihr dann nämlich eure Fragen stellen. Ich habe schon ein paar Fragen tatsächlich im Chat gelesen, die gehen aber manchmal auch unter, deswegen machen wir das gesondert im Discord für die Leute. Discords, was ist denn heute los? Discord an die Leute, die das noch nicht kennen. Und Ausrufezeichen der Reichert, dann kriegt ihr alle Links über Stefan. Und Ausrufezeichen Defcom, weil wir haben so viel vorbereitet heute und so viel zu reden, deswegen macht sich Stefan nämlich auch jetzt Frühstück. Genau, bevor er das macht, schauen wir in den Einspieler und lernen den Stefan noch mal ein bisschen kennen für die, die vielleicht den Content noch nicht gesehen haben. Wir sind gleich jetzt wieder da nach dem kleinen Einspieler. Bin ich auch gespannt. Nein! You cannot now believe that you will ever feel better. But this is not true. You're sure to be happy again. And knowing this. Warte, mal versuchen. Oh ja, was hat das jetzt? Boah. Also, ich finde, das sind die wahrscheinlich besten Fotos, die heute Abend von dir gemacht wurden. Natürlich. Du Fischkopf. Danke, dass du mich erinnert hast. Wie lange ich schon glücklich vergeben bin und ob ich Sandu irgendwann heiraten werde. Letzteres kann ich nicht beantworten, dazu müsste er ja fragen. Ganz oder klassisch. So? Ganz klassisch. Haha, da lacht er. Dankeschön. Da lacht er. Ah, sein Einsatz ist immer perfekt. Schön. Ja, der Gast von heute mit dem Gast von morgen. Ja. Das ist doch der Wahnsinn. Richtig. Sehr gut. Da kann er uns ja nach der Sendung vorbereiten, ja? Ja, ja sicher. Ich erzähle euch alles. Und dann morgen so gähnende Stille in eurem Interview, weil euch keine Fragen mehr einfallen, weil ich alles schon beantwortet habe. Wir haben ja Redakteure, die sitzen ja nicht dabei. Mhm. Ja, die Redakteure sind weg, die kriegen das nicht mit. Ja. Denkt ihr. Also ich muss dir sagen, das ist heute Sendung 98, Stefan, ja. Wahnsinn. Montag ist die 100. Sendung, das wird auch ein großes Feuerwerk mit 12, 13 irgendwie gleichzeitigen Gästen. Das wird ein Mann. Aber das ist eine ganz neue Situation für uns hier. Wir gucken in die Küche, schmachten hier vor Hunger, ja. Und ja, ich mache mir gleich einfach ein ganz entspanntes Frühstück. Ich mache ein bisschen Rührei und so und mümmel dann vor mich hin. Wir würden uns auch freuen, wenn du ein bisschen erklärst dann, was du da machst hin und wieder. Und wir sind einfach ruhig. Du übernimmst hier einfach die Sendung, ja. Wir sind heute deine Gäste. Habt ihr eigentlich haben wir eine Zeitumstellung? Ist bei euch jetzt 10 vor 11 oder ist bei euch auch 10 vor 10? 10 vor 9. 8:49. Nein. Ja. Oh. Da muss ich ja noch mehr Respekt davor haben, dass ihr morgens um die Uhrzeit eine Talkshow macht. Ich bin Spätaufsteher normalerweise. Ich stehe eigentlich immer um 5 Uhr auf morgens. Richtig, dann hat man was vom Tag. So schön. Ist es. Ich auch. Da kann man ein bisschen, verstehst du, Energie, kommen einem gute Ideen, da platziert richtig. Man Formate morgens um 8 Uhr, verstehst du? Ja. Du hast halt richtig formuliert, da hat man ein bisschen Energie. ich stehe wirklich häufig 4:30, 5 stehe ich auch auf. Das ist ja im Alter, muss man ja dann auch aufs Klo. Und dann lege ich mich nochmal hin. Ich muss manchmal auch nachts raus, wie Batman, ja. 36, ja. Das ist eine gute, das ist gut. Ich nehme das jetzt als Superhelden-Eigenschaft. Ich finde das super. Ja. Übrigens, ich habe dann auch eine schöne Frage zum Kochen, wenn du dann anfängst irgendwann. Der Timmy hat mir schon eine Frage zum Kochen gestellt, weil wir wollen vielleicht auch ein bisschen von deinen Kochkünsten erfahren, ob du die Antworten kennst. Ja. Ja. Aber vorher so ein paar Eis. Also ich finde eigentlich, wir müssen gar nicht mehr das Eis brechen. Aber ich finde die Icebreaker gut, deswegen. Ja, ich finde die, weil ich die heute stellen muss. Mach mal. Danke, Carina. Ja, ich bin sehr gespannt. Brech das Eis. Ja, vielleicht auch. Vielleicht gehst du auch gleich. Stefan, wenn du ein Duft wärst, welcher wäre das und warum? Oh Gott. Wenn ich ein Duft wäre. Ich glaube, dann würde ich am liebsten riechen wie was Angebratenes, was lecker Angebratenes. Weißt du, wo immer die Leute so an mir vorbeilaufen und immer so denken so, so ein Bacon. Appetit. Oh. Weißt du, so ein Duft, der sowas auslöst, was so tief in uns Menschen verankert ist, dass alle Menschen weltweit darauf positiv reagieren. Fettige Pommes. Sowas.
Ja, gut. Das ist, nun, die einen sagen so, die anderen so. Ne? Also ich will so ein angebratenes Stück Fisch oder Fleisch, da wäre schon. Aber frisches. Mhm. Nicht altes angebratenes. Mach uns doch noch mehr Hunger. Ich muss die ganze Zeit ein bisschen im Hintergrund lachen, weil ich gerade meiner Redakteurin zugespielt habe, ich brauch schnell einen Küchenquiz. So, wir sind ja hier, wir sind da ja fix. Und ich kriege einen Link. Das große Küchenquiz der Seniorenberater. Richtig. Was soll das heißen? Nee, ich weiß auch nicht, warum den Link, aber ich lasse das mal, okay, das mal so stehen. Wenn wir gerade beim Essen sind, Stefan, Nyris hat nämlich eine Frage, die passt ganz gut. Was ist denn deine Lieblingsküche, also asiatisch, deutsche, indische Küche, bloß Begründung, wenn möglich? Tatsächlich ist es eigentlich die französische Küche, weil ich finde, die ist mit die leichteste Küche, die man so haben kann, und die ist nicht so wahnsinnig aufwendig, aber ich bin da hin und her gerissen. Das ja, Käse aufschneiden ist ja geht und Baguette. Und so eine Flasche Cidre aufmachen. Ganz einfach Oliven. Nee, ist Oliven, gehört auch dazu, oder? Ja, gehört ja zur südeuropäischen Küche, ne? So generell. Ja. Ja, aber tatsächlich es gibt nichts, was ich nicht gerne esse. Also ich habe auch letztens Insektennudeln gekocht und so. Also es gibt wenig, wo ich so sage, das würde ich auch nie probieren. Was sind denn Insektennudeln? Ja, das ist irgendwie, da ist Insektenpulver als Proteinpulver mit drin. Das macht dann Muckis und soll irgendwie gesünder sein als normale Nudeln. Das habe ich mal ausprobiert. Habe ich hier irgendwo rumliegen. Ja. Kann ich euch zeigen. Aber hier... Insektpasta. Mal gucken. Wo hast du denn das her, Mann? Das war tatsächlich im ganz normalen Standard-Einkaufsladen meiner Wahl. Okay. Ja. Es ist nichts Aufregendes, was ich irgendwo mit viel Aufwand holen musste, sondern es stand einfach. Ja, ich weiß gar nicht, was da für Insekten drin sind. Ach doch, weiß ich wohl. Ich weiß Buffalo-Würmer. Einfach mal rein damit. Was war jetzt drin? Buffalo-Würmer. Buffalo-Würmer? Ja. Also klingt ein bisschen widerlich, aber tatsächlich ist die Küche, die ich am liebsten koche, ist vor allen Dingen eine unheimlich einfache Küche. Also bei mir kommt fast nie mehr an Zutaten ran, als das, was jeder zu Hause hat. Also Salz, Pfeffer, Knoblauch, Öl, Zitronensaft. Das ist fast schon das, womit ich fast alles koche. Und damit eine Bolognese zu machen, ist schwierig. Ne? Das heißt also, bei speziellen Gerichten mache ich dann natürlich auch was anderes. Aber du kannst daraus fast alles machen. Du kannst da super geile Salatsoßen rausmachen. Spannende Frage hier, weil wir gerade auch bei Pasta sind, von Tim. Jo. Salz vorher ins Wasser oder nachdem es kocht? Ich habe tatsächlich gelernt, dass das eine Frage des Herdes ist, den du hast. Also, hast du einen klassischen alten Ceran-Kochfeld-Elektroherd, dann braucht das Wasser sehr lange, bis es kocht. Und dann tut Salz vorher im Wasser dem Topf nicht weh. Ja, das ist so das eigentliche Problem. Das ist gar nicht so sehr, wie sich das auflöst oder was da links drehend, rechts drehend für esoterische Märchen rumgeistern, sondern ob das deinen Topf kaputt macht, weil der Topfboden sich verfärbt. Ne, je langsamer das Wasser warm wird, umso weniger verfärbt sich der Topfboden. Hast du Induktion, wie ich, geht das so rubbel die Katz, dann rührst du halt einmal um und dann ist halt aufgelöst und da passiert gar nichts. Hört gut zu, okay. Leute. Hört gut zu. Ich habe Gas zu Hause hier. Ist wie Induktion, kannst du auch Salz direkt mit reintun. Aber du bist immer auf der sicheren Seite, weil ich kenne ja jetzt auch deine Töpfe nicht, ne? Aber du bist immer auf der sicheren Seite, wenn du das erst warm werden lässt, das Wasser, dann Salz reintust und schon mal umrührst, dann löst sich das ja so schnell auf, da kannst du kaum gucken. Hast du eine Lieblingsherdplatte? Die hier, da. Die ist es. So. Warum? Ist die einfach so, weil die so in der Mitte ist, oder? Ja, die hat die genau die Breite, dass ich da fast alles von meinen Töpfen draufstellen kann. Große Pfanne, kleine Pfanne, das wird alles gleichermaßen heiß. Dann spritzt von da aus das Fett super auf meine Küchengeräte. Macht mir total Spaß, die immer wieder sauber zu machen. Ja, und sie guckt mich immer so an, weißt du, wenn ich die Pfanne wegnehme, dann grinst mich diese Platte an und wir sind einfach so, wir haben
ja. Emotionen dann füreinander. Das ist schön. Chat, eure Lieblingsherdplatte? Kurze Frage, das habe ich noch nicht so ganz herausgehört. Also, wenn du entscheiden könntest, ob Induktion, Gas oder was wäre so deine, was ist so deine? Induktion, tatsächlich. Okay. Also ich bin zweifacher Vater und wenn ich jetzt einen Gasherd hätte, wäre ich immer irgendwie zu Hause ein bisschen unruhig. Ja, habe ich alles zugedreht, ist da irgendwo ein Leck drin, eine Leckage. Und im Urlaub mal mit Gas zu kochen, finde ich total super, weil du so andere Sachen machen kannst. Ja, du drehst die Pfanne ein bisschen und das Öl entflammt. Ja, du hast so ganz männlich, kannst dann hier so Feuer machen in der Pfanne. Das geht natürlich sehr einfach, wenn du einen Gasherd hast. Aber ich finde so für den normalen Alltag zu Hause auch das sauber machen nachher. Ja, du musst nicht die Brenner sauber machen, wenn da Fett daneben geht. Du musst nicht irgendwie dich da austoben. Und deswegen würde ich immer Induktion nehmen. Aber ich kann es verstehen, wenn Leute, die sich auch die Zeit fürs Kochen nehmen, super gerne mit Gas kochen. Was nochmal ein anderes Gefühl ist. Ne? Das ist so ein bisschen so wie Kohlegrill, Gasgrill. Ja. Ich liebe es auch zu kochen, wirklich. Das ist meine große Leidenschaft. Auch meine, da kann ich am besten entspannen und auch so ein bisschen kreativ so meine Gedanken sammeln. Dann ist Gas super. Ja, da bin ich. Ich bin sehr glücklich, dass ich hier in Irland, in Deutschland hatte ich auch Ceran und auch einmal Induktion. Aber ich bin sehr glücklich heute mit dem Gas. Ich habe aber auch ganz oft, du hast recht, ich habe auch ganz oft so, manchmal denkt man drüber nach, oh, da hinten die Gasleitung, die da so reinkommt, ist das alles so safe, ja. Aber seit wann kommt die da schon so rein? Ja, ne, aber ich stell mir dann immer die Frage, dass, komm, die Hütte steht jetzt hier schon über 100 Jahre, da fliegt der jetzt auch nicht um die Ohren so, ja. Genau, da hast du völlig recht. Ich finde das also spannend, im Chat, die haben fast eindeutig gesagt, unten links. Also sehr viele mögen unten links die Herdplatte. Unten links. Ah ja, das ist auch eine spannende Frage. Welche nutze ich denn? Ich nutze auch unten links. Ich habe unten links gar keine vernünftige. Das ist hier so ein, also ich sage das immer gerne, ist auch keine Werbung, weil ich habe es halt da gekauft, das ist alles von Ikea, was ich hier habe. Ne? Und die Platte hier auf der linken Seite, das ist eher so eine durchgehende Platte. Also ich habe hier gar nicht so die unten links, die kann ich zwar auch nutzen, aber eigentlich ist die Hälfte hier für große Bräter gedacht. Okay. Deswegen nutze ich die gar nicht. Und ich mache so selten Sachen, wo ich dann, warum nutze ich die eigentlich nicht? Das ist die Frage. Nee, irgendwie ist es hier, weil hier auch mein Öl steht und ich bin hier unterwegs. So. Die Linkshänder, die werden wahrscheinlich sagen, hier links unten. Also während die Rechtshänder hier nach rechts greifen und schnell Zeug draufwerfen können. Ja. Das so, ich finde es immer spannend, wenn wir Gäste haben, die selbst auch Moderatoren einer Sendung sind. Also nicht ihr Streamer, ja Leute, ihr kennt die Differenzierung Mit Twitchler. Twitchler, sondern man merkt Twitchler. Das. Es entwickelt sich doch eine andere Gesprächsdynamik und man ist nach fast zwei Stunden, nach einer halben Stunde erst bei der zweiten Frage. Ja. Sehr geil, Mann. Nee, das ist wirklich so. Aber ich finde es sind alles nur Ablenkungsmanöver, damit ich nicht sagen muss, nach welchem Geruch. Aber das checkt, weißt du, hättest du das in Woche zwei gemacht, hättest du uns hier wahrscheinlich durchmoderiert. Mittlerweile, das Ding ist, er hat noch nicht mal angefangen zu kochen. Ich halte auch ganz brav meinen Mund. Ich bin ja nur euer Gast. Ja, absolut. Ne? Nee, alles gut. Ich habe eine spannende Frage. Die entscheidet, ob wir weitermachen oder aufhören. Das ist fast wie die Herdplattenfrage eben. Ja, genau, absolut. Jetzt, ich bin aufgeregt. Nutella-Brot. Mit oder ohne Butter? Mit? Da ist das denn. Also ich bitte euch. Da muss man klatschen, das ist wichtig. Ja, Butter und Nutella, das ist die Geschmacksexplosion zum Frühstück. Ja, muss man klatschen. Vor allen Dingen, wenn du ein gutes Stück irische Butter hast, ja, und nicht die Kerrygold, das ist keine irische Butter, das ist Verarsche. Oh, ich wollte gerade auftrumpfen hier mit Kerrygold. Der Ire sagt, das ist ein bisschen wie mit, Toblerone. Die Schweizer sagen, lass die Billigschokolade ins Ausland schicken und sagen, das ist Schweizer Schokolade. Das machen die Iren mit der Butter. Die sagen immer, lass uns die dreckige Butter nach Europa schicken. Die glauben alle, das ist irische Butter, ja. Nee, ich meine richtige irische Butter, salzig. Oh. Und da Nutella drauf, das ist geil. Das stimmt. Ja. Salzbutter mit Nutella, Salzbutter mit Marmelade, das ist schon... Oder weißt du was, ich bin ja 33 Jahre in Köln groß geworden, ja? Groß geworden, 33 Jahre lang. Ich habe lang gebraucht. lang gebraucht. Nee, aber bei uns in Köln, ich habe immer geliebt, so Bandnudeln mit Hähnchen geschnetzeltem, so einer Rahmsoße und on top so ein Schlag Apfelmus. Ja, geil. Geil.
Das okay, ich liebe den Mann jetzt schon. Die Sendung geht ist hier alles, heute. Die geht ich kann dann überhaupt nicht widersprechen. Ist alles super. Tolle Kombination. Du hast es auch immer. Du kanntest es nicht. Du hast es auch probiert hier. Ich kenne alles. Er kennt alles. Okay. Ich kenne alles. Alles und jeden. Das ist gut. Das Schöne ist auch, wenn Leute sagen, du kannst mich alles fragen. Das finde ich auch so. Du kannst mich alles fragen. Ja, ob ich eine Antwort gebe oder nicht, ist ja dann. Ja, genau. Fragen kannst du mich alles. Er leitet ja hier die Abteilung Koordination bei uns hier, der liebe Steffen. Vielen Dank, muss man sagen, weil er holt die ganzen Gäste ran. Ich habe ihn letzte Woche gefragt, kannst du mir den Tom Gerhard, kannst du mit Martin? Ja, sie hat ein Team, sage ich, er leitet die. Da habe ich gesagt, könnt ihr Tom Gerhard ranholen? Er sagt, das kriegen wir hin. Ja. Und fragt mich als erstes, wer ist denn das? Was? Du kennst jeden. Ja. Was? Hausmeister Krause? Was? Ja, das, ja, okay. Das hat egal. Hausmeister Krause wusste er dann. So. Also ist gut, auch so ein Nutella Generationsding, ne? Wie sieht das der Chat? Nutella, Butter, ja, nein? Manche sind schon eskaliert. Manche haben schon abgeschaltet. Ach, sie haben schon abgeschaltet, okay. Stefan. Ja. Wenn wir gehen mal ein bisschen zu was mich auch interessieren würde. Gibt es eine Eigenschaft, die vielleicht deinen Freunden auf den Nerv geht? Wo die sagen, oh, ey, der Reichert, jetzt aber Schluss. Ja, das ist also bei mir, das ist sogar sehr einfach zu beantworten. Das ist meine Kreativität. Also es gibt bei mir im Freundeskreis wirklich diesen geflogenen Spruch, wenn ich sage, ich habe eine neue Geschäftsidee, dass dann wirklich die Leute alle schon so, ach du Scheiße, weil ich bin bis oben hin voll, das kennt ihr wahrscheinlich auch, also ich meine, man geht ja auch nicht ohne Grund vor eine Kamera, ne? Man hat ja dann auch so einen Drang und so ein Bedürfnis, sich mitzuteilen, ja, zu unterhalten, Sachen auszuprobieren, Neues zu machen und so. Das ist ja so eine innere Motivation. Und entweder du hast die oder du hast die nicht. Und das habe ich eben auch als Spieleentwickler damals gehabt. Als Game Designer wollte ich Dinge ausprobieren. Das habe ich in den Veranstaltungen. Ich finde es ganz furchtbar, mir vorzustellen, dass ich jetzt die nächsten 5 Jahre immer die gleiche DEFCON mache. So, deswegen, als ich das jetzt im Januar übernommen habe, haben wir als allererstes das Eventkonzept umgestellt. Ne? Und je älter du wirst, umso maßvoller gehst du dann mit diesem Spleen, dass immer alles neu und alles anders sein muss, um. Also wirst du immer realistischer mit dem, was du machen kannst. Aber ich weiß, dass es meinem Freundeskreis durchaus das ein oder andere graue Haar gekostet hat, wenn die mit mir zu tun haben, weil Partys planen, ja, dann stimmt man 30 Sachen ab und mir fallen noch 10 andere ein, die ich dann halt mache. Und dann bringe ich irgendwas mit, wo keiner mit gerechnet hat und dann müssen wir nochmal schnell umbauen und irgendwo noch einen großen Gasbräter hinstellen, weil ich jetzt für 300 Leute vegetarisch koche oder so. Und das kannst du toll finden und das kannst du halt auch sehr anstrengend kochen toll. Also, ja, aber es ist tatsächlich. Und das ist auch etwas, wenn du Kinder kriegst. Ich weiß gar nicht, habt ihr auch Kinder? Nein. Seid ihr schon in dem Alter? Also, ich wollte auch gerade sagen. Gut, ihr passt aufeinander auf. Das ist natürlich ist sehr ähnlich, ja. Aber dann fängst du auch ganz stark an, über die Eigenschaften nachzudenken, die du deinen Kindern so weitergeben willst und die du nicht weitergeben willst. Eine ganz spannende Lebensphase, die also hat bei mir so vor 10 Jahren eingesetzt. Deine Freunde sind zu unkreativ. Zum Teil ja. Da streite ich auch manchmal mit denen drüber. Und zum Teil sind sie sogar noch wahnsinniger als ich. Also das ist die gesamte Bandbreite. Du hast eben was Spannendes auch erwähnt, dass du Spieleentwickler, dass du entwickelt hast. An die Leute, was hast du denn entwickelt? Ja, wie gesagt, wir haben damals ein kleines Indie-Studio gehabt. Indie heißt ja vor allen Dingen, dass du versuchst, eigene Spiele auf den Markt zu bringen, ohne dass du quasi Auftragsarbeiten machst, ja, und einfach nur Sachen wegarbeitest. Und wir waren zu fünft und haben zweimal bei RTL ganz erfolgreich eine Spielidee pitchen können. Einmal für Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Das ist so ein Wusel-Dschungel-Spiel gewesen. Ist tatsächlich eine legendäre Entwicklungsgeschichte. Also für alle, die sich selbstständig machen wollen, das kann ich irgendwann mal an einer anderen Stelle erzählen, weil da ist alles schiefgegangen. Alles. Wir haben von den 250.000, die wir hätten haben können, haben wir 25.000 nachher bekommen, weil zwei Dienstleister auf dem Weg zu uns pleite gegangen sind und das Geld so oder vielleicht war auch ein Schreibfehler drin.
250.000 war eine Null zu wenig. Leider nicht. Aber das Geile ist, dass uns das erst sehr am Ende des Projekts natürlich aufgefallen ist, dass da kein Geld mehr ist. Und als wir uns dann beschwert haben und gesagt haben, wo sind unsere 75.000, die wir haben wollten, hat RTL gesagt, wie 75.000? Ihr habt 250.000. Und wir so, bitte? Was? Und da stellte sich dann heraus, dass die auf dem Weg zu uns in diversen Agenturhälsen stecken geblieben sind. Das zweite Spiel, das war dann, weil wir einen guten Draht eben zur RTL hatten, war die Idee, mit HP Kerkeling ein Spiel zu machen. Und dann sind wir eine Woche lang, das war 2006 oder 2007, eine Woche mit HP in einem Filmstudio gewesen. Und der hat 150 kleine Videos für uns aufgenommen als Horst Schlemmer. Und ich durfte die Gags schreiben damals. Und HP hat sich dann diese Gags angeguckt und hat dann 90% davon so gemacht, wie er sie lustig fand. Und das war alles sehr lehrreich, sehr spannend, cool. Das hat sehr viel Spaß gemacht. So, ne? Das sind aber auch die einzigen beiden Spiele, die man überhaupt kennen kann. Wir haben noch einen Fußballmanager für Kinder gemacht. Das war auch cool. Wir haben noch ein Matrix-ähnliches Spiel gemacht, so ein Geduldsspiel und so. Aber das waren alles keine Sachen, die im Handel auch nur im Ansatz funktioniert haben. Leider. Ja. Okay, das ist nice. Ich ein bisschen aus dem Chat mitgenommen, so als Mediengestalter fühle ich mich da immer gekrinselt, ja, Leute. Ja. Was ich mal so als Feedback geben möchte. der Zuschauer, der ist da natürlich immer schnell unterwegs und sagt, um Gottes Willen, RTL. Also wenn man aus dem Handwerk und aus der Szene kommt und erwähnen kann, dass man mit dem einen oder anderen großen Sender und vielleicht auch mit im Privatsektor den größeren und größten Sendern zusammengearbeitet hat, dann ist das immer was Positives, ja. Das muss man schon sagen. Und deswegen. Ja. Also weißt du, bei schon, RTL... Ich würde das schon in meine Vita schreiben, aber sowas von, das sage ich euch, ja. Ja. Wir arbeiten ja auch gerade mit, oder wir haben Kontakt, ich formuliere es anders, wir haben Kontakt mit einer der größten Produktionsfirmen aus Deutschland. Wir planen auch was zusammen und die arbeiten auch sehr viel mit RTL zusammen. Ich würde das immer, also viel entwickelt sich weiter und die Unterhaltung entwickelt sich weiter. Und da muss man mal gucken, wie man da vielleicht auch zusammenfindet und wie man gemeinsam Dinge in Zukunft kreieren kann, ja. Oder? Was man vor allen Dingen nicht unterschätzen darf, ne, und das ist etwas, was ich damals wirklich gelernt habe, auch wenn das bei dem ersten Projekt das Geld woanders versickert ist und nicht bei uns angekommen ist, die zahlen halt einfach unheimlich fair. Absolut. So, also ne, gerade wenn du als kleiner Spieleentwickler deinen ersten Auftrag an Land ziehst und du könntest theoretisch, wenn das Geld nicht irgendwo versickert wäre, einfach super vernünftige, normale IT-branchenübliche Gehälter zahlen. Und ich meine, wo kannst du das? Ne? Also man muss immer auch... Stefan, vor allen Dingen, du hast was Schönes gesagt, vor allen Dingen zahlen die. Das ist in der Medienwelt immer auch eine ganz, ganz wichtige Sache, je nachdem, von wem man beauftragt wird. Und das muss man da lassen, ja. Absolut. Deswegen, ja. Und jemand schreibt im Chat erstmal den Tür und das ist auch erstmal den Fuß. Auch das war für uns eine sehr glückliche Situation, den Fuß da drin zu haben. Und dadurch entstehen gerade Kontakte und Möglichkeiten. Das ist ganz wichtig, darf man nicht unterschätzen. So. Die haben schon ein paar Jährchen Erfahrung auf dem Buckel und haben einige Kontakte und Möglichkeiten. Ja, definitiv. Und du lernst total viel. Du lernst unheimlich viel über professionelles Arbeiten. Was man bei all dem, ich meine, die sind auch keine Götter, ja, die machen auch wahnsinnig viel falsch und die produzieren auch unheimlich viel Mist und so, also es ist, das wissen wir alle, aber die kriegen es halt hin, Live-Sendungen auf die Sekunde genau zu starten, auf die Sekunde genau zu beenden, so wie wir. Und das machst du eben nicht, und, weißt du, das machst du natürlich nicht einfach mal so, sondern da brauchst du tolles Projektmanagement, du brauchst, sehr viel professionelles Know-how im Hintergrund. Und da kannst du unheimlich viel lernen. Also ich fand das super spannend. Ich hatte vor, wie lange ist das her? Das weiß der Chat wahrscheinlich besser als ich, vielleicht 6 Wochen, hatte ich den Uli Klugius und den Wolfram Kunig hier. Das sind zwei Leute aus dem RTL-Umfeld. Der Uli, der ist Executive Producer bei Vox. Und der Wolfram ist Undercover. Journalist bei RTL. Und das war ein super spannendes Kochen mit denen. Also erstens auch war sehr lustig, ja, aber dann hat der Wolfram natürlich auch Geschichten aus den Abgründen der Menschheit mit dabei gehabt, so pädophilen Ring gesprengt und so ein Zeug. Und wenn du
solche Leute dann auch ein bisschen mehr kennenlernst und du kannst dann auch noch mal privat hinter die Kulissen gucken. Boah, es ist schon... Absolut. Also, ich bin ein kritischer Vox- und RTL-Gucker. Ich finde da, bei den Formaten ist eine Menge Müll. Das sage ich auch ganz offen. Aber die Art und Weise, wie die arbeiten, das ist schon sehr professionell und es macht halt man sehr viel Spaß. Man jongliert halt immer noch viel mit Stereotypen und so, ne? Aber ja. Da passiert auch viel. Also wie gesagt, wir hatten ja auch schon jetzt das in zwei Sendungen die Zusammenarbeit mit Endemol Schein, ja. Und da soll sich auch ein bisschen mehr entwickeln. Wir hatten da das ein oder andere Gespräch schon und mal gucken, was da in Zukunft noch passiert. Auch die haben Interesse an dem neuen Markt, an dem Internetmarkt und sehen auch, dass man sich entwickeln muss und verändern muss, wenn man in der Interaktion den Zuschauer gewinnen möchte. Also das sind schon, die nehmen das schon wahr. Aber das ist halt immer auch, wie haben Sie so schön gesagt, den Sendern die Scheuklappen für das Neue nehmen. Das ist für eine Produktionsgesellschaft auch unheimlich schwierig, ja. Weißt du, was für mich schwierig ist? Ja. Dass er nicht anfängt zu kochen. Du hast ich gucke immer auf die leere Pfanne und ich denke mir, wann fängt er denn endlich an? Du hast ja recht. Ich bin so in dem Gespräch drin, ich habe da so viel Spaß, euch zuzuhören, dass ich ganz vergessen habe, dass ich was essen muss. Ja, ich achte nur auf deine Gesundheit, weil es wird ja immer später, das ist ja dann fast schon Mittagessen. Gibt es hier ein irisches Frühstück oder was? Was ist denn ein irisches Frühstück? Irish Breakfast hier so mit... Sausages, ja, dann kommen da Beans, Hash Browns, Black and White Pudding, Bacon. Kann ich mit all dem nicht dienen und das esse ich auch total ungern. Okay. Ja. Was ich jetzt gleich mache, ist, ich hau mir, weil es ja schon ein bisschen später ist, ich hau mir tatsächlich zwei Kartoffeln mit in die Pfanne und lass die erstmal in Ruhe vor sich hin schmurgeln. Danach und dann gibt es einen Cocktail, sehe ich gerade. Später. Ja, dann müssen wir dich mal nach Irland einladen für das irische Frühstück. Probieren musst. Gerne. Ja. Wie müssen wir oder machen wir das gerade? Wir machen das. Ach so. Ja, wir machen das. Ach so. Ja. Ihr zusammen an der Westküste. Machen wir. Sollen wir eine Außenkochshow? Die fliegt uns weg. Dann holen wir noch Erkan und Stefan dazu, Tommy Krabbeis und. Ja. Boah, das wäre natürlich. Oder? Erkan und Stefan wäre gut. Ja, das ist. Ja. Wen haben wir noch? Wir haben so viele Namen, ja. Ach, Namen. Sind doch alles Schall und Rauch. Schall und Rauch. Wir sind noch lange nicht gelernt, dass wir demnächst fertig, Leute. Alle nach Irland ziehen, wegen des Klimawandels. Ja. Kommen jetzt alle zu euch, weil bei uns wird es demnächst 42, 43 Grad. Ja. Und die Städte vertrocknen. Insofern, ja, ich bin dabei. Der macht sich ja überall bemerkbar, der Klimawandel, musst du wissen, ne? Und bei euch auch schon, merkt ihr es? Ja, also es wird hier auch manchmal ein bisschen, also für Irland, müsst ihr wissen, sind 22 Grad schon recht viel. Wirklich so, recht viel. Es wird gerade gestern und vorgestern war es sehr, sehr schwül, also war sehr drückend, das war sehr unangenehm für irische Verhältnisse. Mhm. Die Luftfeuchtigkeit ist auch sehr hoch. Die Luftfeuchtigkeit ist massiv hoch, also man merkt das hier auch, die ist es grundsätzlich schon, aber es ist gerade wirklich alles ein bisschen krasser. Und dadurch, dass du in Mitteleuropa so eine Hitzewelle hast, bildet sich drumherum, das haben wir so ein bisschen uns auf der Wetterkarte mal erklären lassen, bildet sich eine Art Kessel. Und die großen Gewitterwolken, also nicht Gewitter, nicht, hier gibt es kein wirkliches Gewitter mit Blitz und Donner. Gewitter? Genau. Aber diese, ich sag mal, diese aufgeladenen, dunklen Quellwolken, die sammeln sich hier bei uns und nehmen uns echt in den letzten Wochen massiv das Sonnenlicht. Kannst du das gerade kommentieren? Was machst du da gerade? Ich schäle Kartoffeln und ich schäle die eigentlich nie, weil ich die am liebsten mit Schale esse, aber die sind so grün, die Schalen, dass ich die wegschäle. Also ich weiß, ich habe ja auch eine Menge Halbwissen und ich habe irgendwo mal gelernt, dass angeblich diese grüne Schale ungesund ist und zwar uns nicht wirklich was tut, aber man kriegt danach eine Menge Bauchgrimmen und da habe ich keinen Bock drauf, deswegen kommt die weg. Aber es wäre ja verrückt. Ja, es wäre verrückt, wenn du hierher auch kommen, also, ne, weißt du? Ja. Halt. Irgendwie. Also erstmal 40 Grad haben wir auf jeden Fall definitiv hier niemals in den nächsten Jahren. Das wird nicht passieren. Nee. Aber das wäre lustig. Es kommen einige, also du hast das eben so schön gesagt, wenn alle nach Irland ziehen, es ziehen gerade in der Tat einige nach Irland. Zumindest geplant. Geplant. Ja. Weil die ziehen ja noch nicht. Ja, das stimmt. Mhm. Aber wir sind halt hier, weißt du, wegen dem grünen Land, wegen den Schafen, die Leidenschaft, die Popkultur, die kommen alle nur wegen den Steuern hier hin, ja.
Ja. Ja. Ja, Irland wird das Madeira des Nordens, schreibt Graphic Girl. So ist es nur bei uns, Graphic Girl ist der Unterschied, bei uns gibt es halt wirklich geringe Steuersätze, während die in Madeira irgendwie nie existiert haben. Zumindest für die Leute, die gedacht haben, dass sie für sie existieren. Aber nicht nur die... Graphic Girl, wollte ich mal sagen, ich habe dich wahrgenommen, meine Liebe. Ja. Ja. Schreib mich auf Facebook an, PN. So, Facebook? Ja, klar. Ich denke, du hast Snapchat. Nee, wir Facebook. Nee, ich habe kein Snapchat. Ja, nicht nur die Steuern sind niedrig, sondern auch die Temperaturen hier in Irland. Ja, so ist es, das muss man wissen. Ja, okay, hier, damit wir mal aus den Ich hab's versucht. Damit wir mal aus den Icebreakern rauskommen, weil wir sind immer noch in den Icebreakern. Deswegen habe ich eine Frage. Das wird die längste Kopfschau. Immer her damit. Ja? Wie lange hast du jetzt eingeplant für heute mit uns? Ihr habt mir geschrieben, 2,5 Stunden oder so. Und ich habe bei mir im Büro gesagt, ich bin 2,5 Stunden nicht da. Ach so. Okay, ja, so lange hatten wir eigentlich nicht geschrieben, sondern nur 60 Minuten, aber wir machen das. Tatsächlich 90. Du hast 90 geschrieben. Ich glaube, in eurer Grafik stand das irgendwie drunter. Für die gesamte Das ist doch nur Außenwirkung, Zuschauer ein bisschen. Das soll professionell wirken. So, ihr habt Hunger, ne? Ihr müsst los. Wir hatten schon einen Dude da draußen, der uns unter einen Streamplan geschrieben hat, wo von montags bis freitags 9 Uhr geplant ist, dass wir unregelmäßig online gehen, ja? Gibt's aber nicht. Ja, das immer geht der ja gar nicht unterm Stream. Was machst du da gerade? Ich habe einfach nur Olivenöl, Rapsöl reingetan. Das kann man schön hoch erhitzen. Und jetzt ist das halt eine gusseiserne Pfanne. Und ja, ihr hört es, glaube ich, nicht, ne? Aber mein Herd hat jetzt diese Induktionsbindung aufgenommen. Ja. Und es brutzelt schon. Und was wird das? Das werden erstmal Bratkartoffeln, die ich sehr gemütlich anrösten lasse. Damit wir durch die Icebreaker durchkommen. Und das finde ich so geil an Induktion. Ne? Du bist, jetzt hören wir uns. Eine 30 Sekunden später ist die Pfanne auf Vollgas. Oh, ich habe hier noch gesalzene Butter übrigens. Die kommt nachher dann dazu. Nicht am Anfang mit rein, weil ich keinen Bock darauf habe, dass sich die... Molke da so rauskocht, ne? Diese schwarzen Stippen, die man dann da so hat. Und jetzt kommt ein ordentlicher Schuss Salz da drauf. Und dann, was ich total lecker finde, nochmal ungefähr die Hälfte an Zucker. Weil Zucker bei Bratkartoffeln kommt erstmal ein bisschen komisch rüber, aber das karamellisiert dann auf Dauer. Und super lecker. Können wir diese Sendung hier öfters machen? Also, Ausrufezeichen Reichert. Das könnt ihr streichen aus dem Chat, weil er wird bei uns anfangen. Das ist... Zack. Wir suchen hier, gucken unsere Manager zu. Wir brauchen hier Sales Office, soll uns bitte nachher anschreiben. Wir müssen die Sendung hier verticken, ja? Wir machen hier eine Kochnummer draus. Das ist ja der Wahnsinn. Und das muss bezahlt werden, Jungs. Das ist ja verrückt. Das ist genauso viel wert, wie hier Kickstarter sonst wert ist. Also, damit der Mann bezahlt ist, damit der hier kocht. So. Daniel, das ist verrückt. Das ist verrückt. Das ist so verrückt. Stefan, was ist das Verrückteste? Das ist eine Überleitung. Was ist das Verrückteste, was du jemals gemacht hast? Oh Mann. Ich habe lange, lange Jahre, bevor ich in der Games-Branche angefangen habe, habe ich im Nachtleben gearbeitet. Der Daniel könnte das vielleicht sogar kennen. Wie alt bist du, Daniel? 36. Ja, kennst du... Sag mir nicht, du hast als Hells Angels die Ringe in Köln regiert. Nee, das nicht, aber es gibt im Ruhrgebiet gibt's einen Laden, der heißt jetzt Delta Musikpark und in Essen und der hieß früher das Mudia Art. Und ich habe im Mudia Art erst in ganz jungen Jahren, da war ich so 22, 23, habe ich da als Tänzer gearbeitet und habe auch eine Menge so Animationskram gemacht. Ja, weil wir an der Theatergruppe, weil wir in Essen an der Uni, wo ich studiert habe, haben wir die Theatergruppe gegründet. Die Essener, die Uni-Theatergruppe der Uni Essen. Und über private Kontakte hat der Chef von dem Laden mich kennengelernt und meinte dann so, ey, könnt ihr hier nicht ein bisschen Performance machen? Und ich dann so, ja, können wir machen, aber ich mache keine nackten Sachen oder halbnackt oder sowas, sondern dann machen wir abgedrehtes Zeug. Und dann sind wir da als Priester durchs Nachtleben marschiert und haben den Leuten Bibelzitate um die Ohren geschmettert und haben denen quasi die 7 Todsünden vorgebetet und so ein Zeug. Ne? Also das war so der Einstieg. Und dann haben wir über viele Jahre sehr, sehr beklopptes Zeug da gemacht. Und eine der
wahrscheinlich verrücktesten Sachen, die ich gemacht habe, war dann mal als Frankenstein an einer meiner Kolleginnen eine Operation durchzuführen. Ja, und dann haben die uns oben in der großen Halle im Mudia Art haben die uns einen Operationstisch hingestellt und ich hatte vier wirklich extrem hübsche, sagen wir mal, junge Damen, so als meine OP-Schwestern dabei. Mhm. Ja, ich war der verwirrte, wahnsinnige Frankenstein und dann haben die mir alle möglichen Körperteile von Schaufensterpuppen gegeben. Und damit das echt aussieht, ist der Chef tagsüber zu einer Metzgerei gefahren und hat sich noch Organe geholt und Innereien. Und das war eine Hochsommeraktion, hat er aber nicht mein Gott, ist das widerlich, wenn ich gerade so drüber nachdenke, hat er die aber nicht im Kühlschrank gelagert, sondern hat die schon mal in die Halle gestellt, in so Einmachgläsern. Und wir sind dann abends auf diese Bühne gegangen und haben dann angefangen, ja, und sie lag da. Und als allererstes sollte sie quasi betäubt werden. Und dann hatten die großartige Idee, eine Propangasflasche, eine leere Propangasflasche mit so einem Aufsatz, ne, so einem Atmungsaufsatz auszustatten. Den haben wir ihr dann draufgetan und eine meiner OP-Mädels hat dann die Flasche aufgedreht, weil sie dachte, das sieht dann total echt aus und die Flasche war noch nicht leer. Und dann haben wir ihr erstmal so eine volle Ladung Propangas ins Gesicht gedrückt. Dann verdrehte sie so die Augen so und da dachte ich, oh, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Und sie ist, nee, mach weiter, ist alles gut. Hat sich dann kurz übergeben, so. Das war schön. Es war einfach ein schöner Moment. Und dann habe ich die Organe aus den Gläsern geholt und hatte so ein Schweinehirn in der Hand, was halt schon vergammelt war. Aber the show must go on. Ja? Und dann standen wir da oben und ich hatte dieses vergammelte Schweinehirn in der Hand und dann tropfte von diesem Schweinehirn, tropfte tatsächlich wie in so einem schlechten Film in Zeitlupe ein Tropfen direkt in ihren Mund. Also das war, und wir haben es durchgezogen. Also sie hat das super professionell durchgezogen. Sind auch immer gut bezahlt worden dafür. Und so, von solchen Sachen könnte ich jetzt 30, 40 erzählen. Und also wir hatten am Dienstag mit Tommy Grabweis hatten wir eine Headline, der Mann, der alles kann. Also es würde heute auch passen. Ja, der Mann, der alles kann und alles durchzieht, ja. Ja, das ist tatsächlich ja das Geile, wenn du zum einen nicht aufhörst, verrückte Dinge zu tun dein Leben lang und immer wieder Sachen neu ausprobierst. Ne? Das war eine geile Phase, das hat Spaß gemacht. Verrat nicht alles, weil wir haben vielleicht der Reichardt packt aus. Wir nochmal. Genau, das Format. Aber das hat mir eine Menge beigebracht über das Veranstalten von Events tatsächlich. Ne? Der Chef in dem Laden, der ist in vielen Bereichen, in vielen auch nicht, weil der in manchen auch ein echtes Arschloch sein konnte, aber in diesem, der Kunde steht im Vordergrund, die Veranstaltung muss immer perfekt aussehen, du musst dich um alles selber kümmern. Der ist rumgelaufen durch den Laden, wenn der aufgemacht hat um 11 und da waren irgendwelche Kerzen noch nicht an, dann hat er die selber angezündet. Der ist nicht zu einem Kellner gegangen und hat dann irgendjemanden lang gemacht dafür, dass die Kerzen noch nicht an sind, sondern er hat die selber angemacht. Wenn irgendwo ein Taschentuch auf dem Boden lag, hat er das selber aufgehoben. Und wenn der durch den Laden lief, und das machte der natürlich bis morgens, und da standen irgendwo leere Gläser, die ein Kellner noch nicht weggeräumt hat, hat er die weggeräumt. Und diese grundsätzliche Einstellung, ja, so, das ist mein Event und ich kümmere mich hier um alles, was mir auffällt, das habe ich zum Beispiel selten gesehen bei Eventveranstaltern. Du hast ganz häufig Leute, die sich so da drin suhlen, dass sie die Chefs des Events sind und dann jagen die ihre Lakaien los und kümmern sich um die VIPs. Ja, und das fand ich immer falsch. Und solche Sachen habe ich da zum Beispiel gelernt. Ich habe da auch an der Tür gearbeitet ein Jahr lang und habe dann da auch wieder eine Menge mitbekommen. Also krass. Also interessante. Können wir, ich habe eine Idee für ein Format. Aber jetzt doch nicht. Sprechstunde nicht über Reichardt, vor der Kamera. Ja? Nee, nicht vor der Kamera jetzt. Ich sehe das schon, ja. Lass das geheim. Auf Maschine TV. Und er denkt sich, ich habe doch eh keine Zeit. Wo soll ich denn das alles noch machen? Das kriegen wir hin. Ja, also wenn die Gamescom vorbei ist, dann habe ich auch wieder Zeit. Ach, das so. Ist jetzt nur vor der Gamescom schwierig. Ja. Ne? Ich sage immer, bleiben wir in Kontakt. Spaß und Kohle regeln, ja. Es muss Spaß machen und es muss am Ende des Tages auch gewinnbringend sein. Ein paar Kartoffelchen finanzieren. So. Es klingt ja nach einem verrücktes, also echt, du machst ja viel Scheiß auch mit anscheinend, also was man jetzt so kurz hört. Wir hätten da auch, die nächste Frage ist auch scheiße. Also unsere Redakteurin hat da... Immer her damit. Ja, immer her damit. Mach bitte dein Lieblingstier nach. Mein Lieblingstier nach. Das ist Achtung. Wir hatten ein Faultier gestern. Pass auf.
Ja, das sieht doch keiner. Ja, er kommt doch hoch. Ich kann ja nichts dafür. Es ist eine Raupe. Es ist eine Raupe. Kurz bevor sie zum Schmetterling wird. Ich glaube, er macht es halt wirklich. Er raubt so. Nee, Raupen haben wir morgen. Ich raub hier rum. So. Pass auf. So, also mehr, das ist wirklich so. Also, ich finde Raupen total faszinierend. Kurz bevor die zum Schmetterling werden. Ja. Ja, das. Kann man auch mal klatschen. Wir besprechen das morgen mit Raupling. Ja. Wir Raupling. Das mit Raupling, Ja, das war jetzt natürlich, Der war gut, oder? Ja. Ja, vielen Dank für diese Einlage. Ich weiß, dass ich ein bisschen neidisch auf dich bin. Nicht Warum? Nur wegen Küche und so. Du kannst halt die ganze Zeit stehen, während wir hier scheiße nochmal sitzen müssen. Ich stelle mich jetzt einfach auch hin. Ja, aber dann sieht dich halt keiner vom Ich kann euch sagen, bei mir in der Küche habe ich jetzt schon geschmeidige 30, 32 Grad. Wir können dich beruhigen. Wir draußen in Irland sind zwar geschmeidige 20 Grad, aber hier in diesem Studio haben wir jetzt auch, würde ich sagen, geschmeidige 30 Grad. Ja. Also wir fühlen mit dir. Also unsere Sendung wird auch gefühlt jetzt schon fast aufhören, aber wir haben jetzt erstmal die Icebreaker durch. Wahnsinn. Ja, sehr gut. Ich lese hier, du bist Veranstalter der DEFCOM und Streamer. Ergänzen sich, also ich mag dieses Wort, darf ich das mal kurz loswerden? Aber jeder soll das machen, wie er will. Ich mag das Wort Streamer überhaupt gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, was das sein soll, aber okay. Ja. Du bist Veranstalter der DEFCOM und Entertainer auf Twitch. Ergänzen sich die beiden Jobs für dich? Oder ist der Unterschied und die Trennung irgendwie, ist das schwierig, dieser Spagat? Der ist total schwierig und ich trenne es auch ganz bewusst, weil alles, was ich als Ich nenne mich gerne Streamer. Ich sage euch auch gleich, warum. Weil ich schon denke, das ist ein Riesenunterschied, ob du zum Beispiel YouTube-Video-Content machst oder ob du dich wirklich in Live-Situationen bewegst. Und ich finde das, aber das, da hast du schon recht, es gibt da keine richtige oder falsche Definition, ne? Sondern da, das muss jeder so für sich selbst verstehen. Ich empfinde mich auch nicht als Content-Creator, weil als Content-Creator würde ich mir wirklich ernsthaft lange intensiv Gedanken über den Content machen. Und ich finde, ein Streamer, dessen Kernkompetenz ist dieses Live-Gehen, sich überraschen lassen von dem, was passiert und damit umgehen können. Das ist so ein bisschen so Stand-up, digitaler Stand-up-Comedian, so, ne? Oder digitaler Stand-up-Unterhalter. Und das wiederum passt überhaupt nicht zu meinem Job als Chef der DEFCOM. Also das ist eben die offizielle und das meine ich genauso seriös, wie das klingt, Spieleentwicklerkonferenz der Gamescom. Da kannst du nicht am Abend vorher sagen, hey, hier, Head of Gamescom, macht jetzt albernes Kochen mit XY und dann habe ich hier jemanden, der den ganzen Abend sexistische Witze mit mir machen will oder so. Also in einigen Bereichen passt das nicht zusammen und ich merke auch, je erfolgreicher, in Anführungszeichen erfolgreich, ich bin ja noch weit von echtem Erfolg entfernt, aber ich habe jetzt, wenn ich koche und nicht auf der Startseite bin von Twitch, habe ich auch durchaus aus eigener Energie mal 100, 120 Leute, die so einen ganzen Abend das Kochen mitgucken. Das ist für mich schon cool, das ist schon ein Erfolg. Und dann musst du immer drüber nachdenken, ob das, was ich jetzt hier mache, ob das auch dem entspricht, was ich als Botschaft bei einer DEFCOM nach außen zum Beispiel transportieren möchte. Ja, und das ist nicht so trivial. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch mein Facebook-Profil letztens als privates Profil gekennzeichnet und habe halt gesagt, so Leute, wer mir hier folgt, ne, das ist rein privat. Twitch ist rein privat und so. Ich sage schon sehr klar, wo da die Grenzen sind. Und habe deswegen zum Beispiel auch noch gar keinen einzigen, was ja naheliegend wäre, ne, DEFCOM-Stream gemacht. Ja. So. Und wir haben auch erstmal gesagt, wir machen irgendwann auch mit Sicherheit einen DEFCOM-Kanal auf Twitch. Aber den kann ich dann nicht machen. Ne? Okay. Da muss dann jemand anders ran, weil das passt einfach nicht zu dem, was ich als Privatperson. Wir sind ja jetzt da. Transportieren. Ja, ihr könnt das jetzt übernehmen. Was hast du da gerade eben gemacht? Was hast du geschnitten? Das sah aus wie Zwiebel? Genau, ich habe schon mal die Zwiebeln fertig geschnitten. Die kommen bei Bratkartoffeln immer sehr zum Schluss rein. Wenn du die parallel mit den Kartoffeln brätst, dann werden die schwarz und das bringt ja niemandem was. Ne? Deswegen, die kommen nachher zusammen mit so ein bisschen Bacon, den ich hier noch habe, und ein bisschen Schinken,
kommen die damit rein. Da sagst du was Schönes. Oh. Hier mal ein kleiner Aufklärung. Ich bin ja in sizilianischem Hause groß geworden, ja? Ach, wie geil. Bei Kölner Sizilianer. Nee, meine Familie ist eine wilde Mischung aus vielem, ja. Oh, ja. Aber vor allen Dingen vielen Italienern. Und was ich in der deutschen Schule gelernt habe, ist, dass man, wenn man zum Beispiel Bolognese macht, die Deutschen braten das Hackfleisch mit den Zwiebeln an. Ich nicht. Du nicht. Jetzt sag du bitte, dass das richtig ist. Das ist mehr als richtig. Die werden gar nicht angebraten. Der Sizilianer in Sizilien, es gibt auch Italiener, die machen das ein bisschen anders, aber in Sizilien und wirklich, Oma kommt wirklich richtig aus Sizilien, aus der wunderschönen Stadt Corleone, ja. Und da ist es so, dass die Zwiebeln in der Tomatensoße gekocht werden. Mir ist das alles egal, Hauptsache schmeckt. Ja, aber das ist total wichtig. Das ist total wichtig. Weil nur dadurch kriegst du diese Süße der Zwiebeln, die du haben willst, und es wird so schön sämig. Genau. Ne, wenn du das Hack wird auch nicht angebraten, Entschuldigung, es wird nicht angebraten, sondern das wird mit in dem Sud der Tomaten gekocht. Ach, hör auf, siehst du, das mache ich dann wiederum ganz sicher anders. Ich brate das an. Ja. 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 Ach, cool. Weil es wird gefragt, tatsächlich Zuschauerfrage, warum liegt da ein Zewa drauf? Weil es mir sonst ja alles vollspritzen würde. Das mache ich immer ganz gerne. Und da haben wir schon zwei, drei Mal drüber diskutiert. Man sieht, es wird nicht braun, gar nichts. Ich habe die Pfanne jetzt auf 5 von 9. Lass das schön vor sich hin schmurgeln. Und da verbrennt das Papier nicht. Und das kann man super machen als Alternative zum, hier so diese Spritzschutzdeckel, die man da drauf tut. Bei denen ist immer das Problem, dass sich dann Kondenswasser an dem Spritzschutzdeckel sammelt und dann irgendwann auch rein tropft, natürlich. Ne? Mhm. Und spätestens, wenn du den hochnimmst, tropft es dir irgendwo anders was voll. Und deswegen haue ich immer zwei von den Tüchern da rein. Und ganz ökologisch wertvoll mache ich damit nachher noch den Herd sauber. Mhm. Sehr gut. Gleich an die neu dazugestoßenen Ausrufezeichen Reichert, dann kriegt ihr, ohne dass der, nur Reichert, dann kriegt ihr alle wichtigen Links und könnt auch Stefan beim Kochen zugucken. Denn er hat auch einen Twitch-Kanal und da macht er ganz tolle Sachen. Twitter ist verlinkt, Instagram und YouTube. Da seht ihr nämlich auch die Interviews. Könnt ihr euch noch angucken. Ganz hervorragend. Vielen Dank. Das ist der Wahnsinn, oder? Ja. Und wir haben eben schon ein bisschen über die DEFCON geredet. Ausrufezeichen DEFCON. Da habt ihr nämlich noch die Links für die DEFCON. Da könnt ihr euch dann auch noch informieren. Aber da gehen wir drauf ein. Und ganz wichtig, Ausrufezeichen Fragen. Dann könnt ihr zu uns in den Discord kommen und könnt die Fragen stellen, die ihr dem lieben Stefan stellen möchtet. Und ich glaube, wir haben den ein oder anderen Italiener im Chat, der gerade gesagt, Mamma mia, endlich, ja? Mamma mia. Ja, so ist es. Attenzione, prego. Attenzione. Ja. Achtung, bitte. Also, nee, es ist wirklich, er hat es schön gesagt, die Zwiebeln nicht da mit in den, mit wegverbraten und so. Also da kann man auch mal klatschen. Da kann man auch mal klatschen, wirklich. Also, Stefan, wenn du das nächste Mal in Irland bist. Wenn du das nächste Mal zu Hause Bologna machst, dann musst du, kümmere dich erst um eine schöne Soße, ja? Soße. Wirklich. Mach mit frischen Tomaten, mach die wirklich, die müssen weich werden, schön häuten die Tomaten und dann mit Knoblauch aufkochen. Es ist noch Soße da. Und dann, glaub mir, und dann tust du irgendwann das Hack da rein und die Zwiebeln und du kochst das alles auf. Das ist Italien, ja? Also es wird uns aber doch immer erzählt, wie toll Dosentomaten sind, weil die so schön aromatisch sind und so viel Umami haben. Ja, weil da so viel Zucker und so eine Scheiße zugepackt wird. Aber eine Dose darf ich mit reintun, ne? Du darfst alles. Ja, wenn du das machst. Also ich würde es vielleicht nicht machen, aber du darfst. Du kannst. Ich versuch's mal. Ich versuch's beim nächsten Mal ohne. Ja. Ich versuch's ohne. Ich mache eigentlich immer so eine Mischung. Du darfst dir, wir hatten in Köln, sind Kölner da draußen, Kölner, die mit italienischen Wurzeln oder so, wir hatten in Köln so einen italienischen Großmarkt. Wie hieß denn der? Oh, keine Ahnung. Na, irgendwas. Ich wohne ja hier in Hürth. Ich könnte das ja kennen, aber das sagt mir nichts. Es gibt da so schönes Tomatenmarkt, da ist auch nicht Zucker und so bei gebammt, ja. Davon kannst du schöne zwei Dosen dazu hämmern. Okay. Ich guck mal. Also du sagst ohne Zucker, das habe ich noch nie kontrolliert, wenn ich ehrlich bin. Ich kaufe immer von Mutti, kaufe ich den, weil ich die am leckersten finde. Ja.
Eine Frage vielleicht, bevor wir wieder zur DEFCON und so zurückgehen und vielleicht auch ein bisschen auf deinen beruflichen Werdegang. Die liebe Bea ist gerade erst dazugestoßen und hat eine Frage. Hallo, liebe Bea. Ja, wie lange dauert es? In Klammern Rezept aussuchen, überlegen, Zutaten holen, Technik aufbauen und so weiter, so einen Kochstream vorzubereiten. Das hängt ganz von meinen Gästen ab. Also ich frage immer erstmal, ob die irgendetwas haben, was sie total überhaupt nicht mögen. Das kommt natürlich auch nicht auf den Tisch. Dann frage ich, was so das Lieblingsessen ist und überlege, ob ich das kann. Weil das natürlich immer schön ist, für die Leute dann irgendwas zu machen, was die auf jeden Fall gerne essen. Dann gehe ich einkaufen. Da habe ich hier 2-3 Läden in Köln, wo ich weiß, da kriege ich gutes Bio-Zeug. Gerade wenn es um Fisch oder Fleisch geht, ist mir das total wichtig. Und das ist schon insgesamt ein Tag, würde ich sagen, bist du damit beschäftigt. Ja, so wie jetzt bei uns. Am Montagabend kommt der Marc Junglas, das ist ein Kölner Junge. Der hat im belgischen Viertel eine Metzgerei. Und Lappen und Prängel heißen die. Das ist mein Lieblingsmetzger mittlerweile. Da hole ich alles Fleisch. Und der kommt am Montagabend hier zum Kochen vorbei. Und da reden wir ganz viel über Biofleisch. Der jagt selber, der ist Jäger. Der geht dann sonntags los, schießt. Der hat eine gläserne Metzgerei. Das heißt, der zerlegt vor deinen Augen auch ganze Tiere in seiner Metzgerei. Weil der sagt, wenn du das isst, dann musst du auch wissen, wie es hergestellt wird. Sonst machst du irgendeine billige Scheiße, die der Umwelt und Tieren einfach nur wehtut. Ne? Und ich finde diesen Ansatz total gut. Und dadurch, dass er Metzger ist, das Ding verkauft, ist auch alles Geld, was man da ausgibt, Geld für ihn und Geld für den Bauern, bei dem er das Zeug holt. Ne? Und das finde ich super. Also das ist so das, was mir wichtig ist bei dem, was ich hier koche. Ja. Ich habe fast immer Bio-Eier, Bio-Schinken, Bio-Bacon, wenn es schmeckt. Es gibt auch Sachen, die sind Bio, die schmecken einfach nicht. Ja. Das mache ich dann nicht. Es ist wirklich an dieser Stelle wirklich, jetzt kommen ein bisschen kölsche Gefühle auf, ein guter Metzger. Mhm. Ja. Ich habe nicht weit von euch, nicht weit von dort gewohnt, ich habe im Eigelsteinviertel gewohnt, auf der anderen Seite sozusagen. Ach, ja. Ja. Und mir ist der Metzger auch bekannt, ja. Geil. Ja. Also ich einschalten den am Montag. Also, Montag war das. Um wie viel Uhr? Montag. Ab 19:30, denke ich, sind wir wieder live. In der Früh? Nee. Ja, wir kochen morgens 19:30. Genau, damit ich euch rechtzeitig Essen rüberbringen kann. Ja. Oh, das sieht auch so schön geordnet aus. Was machst du jetzt? Warum diese Zutaten als erstes und dann? Jetzt kommt Bacon mit Schinken rein. Dann lasse ich den ein bisschen anschmurgeln. In dem Fett, was dann dabei austritt, schmore ich dann die Zwiebeln an. Die Kartoffeln habe ich jetzt auf die andere Seite gelegt und lasse die schön vor sich hin garen. Mhm. Ne? Die braten da jetzt nicht mehr großartig. Ja. Darf man schon erfahren, was ihr am Montag kocht oder ist das ein Geheimnis? Das Lustige ist, eigentlich müsste man ja Fleisch machen. Ne? Es ist bei mir aber eine Grundregel, der Gast bringt nie das mit, was wir kochen. Weil ich nicht will, dass das bei mir irgendwie so, es ist für die meisten Leute sowieso schon aufwendig genug, hier hinzukommen. Ich mache das ja alles bei mir zu Hause. Das heißt, sie müssen ins Auto steigen, die müssen nach Hürth fahren, die müssen sich die Zeit nehmen dafür und so. Und wenn ich denen dann noch sage, ja, bring mal mit, was du magst, damit ich hier die Kosten nicht an der Backe habe, finde ich kacke. Mache ich also nicht. Mhm. Und das mache ich auch bei Marc nicht. Deswegen bringt er kein Fleisch mit, sondern wir machen Fisch. Oh. Es wird ein Fischabend. Weil es natürlich total naheliegend wäre, dass Marc dann Fleisch aus seiner Metzgerei mitbringt. Mhm. Ne? Ja. Aber, und er hat am Montag zu. Das heißt, ich könnte da auch nicht hin, um selber da Fleisch zu kaufen. Bei uns wird das auch schwierig, ja? Wenn wir mal zu dir kommen sollten in den Flieger, wir nehmen Fleisch mit oder so. Eigentlich müssten wir Fisch mitnehmen, ja. Weil wir haben ja direkt den Fischerhafen das vor stimmt. der Haustür mit frischem Fisch. Ja? Sehr lecker. Ja. Aber, ja. Aber das ist natürlich unschlagbar, oder? Also, ist unschlagbar. Vor allen Dingen unschlagbar Leute, zu sehen, wie hier bei uns im Hafen die Rewe-Container stehen, im irischen Nein. Sommer bei 22 Grad, ja, und der Fisch einfach mal 24 Stunden vorm Container gelagert wird, bevor er dann nach Deutschland geht. Sehr spannend. Ja, wisst ihr Bescheid, ja? Grüße gehen raus an Rewe. Ja.
Die kriegen wir jetzt wahrscheinlich nicht als Partner. Ist in Ordnung, ja. Also. Ich habe da auch ein paar nette Fotos von gemacht. Also für den Fall, dass sich jetzt jemand angegriffen fühlt, kein Problem, ich sende euch was. Ach ja. Also wir kriegen ihn wirklich frisch, ja, das stimmt. Ja. Wirklich, vom Schiff. Ja. Ich finde das total super. Also ich esse Fisch wahnsinnig gerne. Ich brate Fisch auch nie durch. Ich versuche den immer in Sushi-Qualität zu kriegen, sodass der immer massiv scharf angebraten wird. Dann hat er eine geile Kruste und von innen ist der noch roh. Und so esse ich den am liebsten. Und okay. Kann man bei dir einziehen? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Kostet halt noch einiges. Damit, während Steffen immer hier wieder zur Küchenfragen kommt, ich versuche mal den Plan hier durchzuackern währenddessen. Ja. Bist du gelernter Koch oder was hast du was hast du früher gemacht? Jetzt stellst du ja doch wieder eine Küchenfrage. Ja. Also ich hab tatsächlich ewig lange studiert und habe dann mein Studium erfolgreich abgebrochen und habe Germanistik als Hauptfach gehabt, Psychologie und Politik als Nebenfächer. Und wenn man sich dann anguckt, was ich so beruflich heutzutage mache, ist das schon ganz witzig, dass es genau in die Richtung gegangen ist. Ne? Ja. Ich rede total viel, ich baue Netzwerke auf, also so Politik. Und ich muss verstehen, wie Leute funktionieren, was so Bedürfnisse sind, wie Sponsoren ticken, ja? Wie überrede ich jemanden, einen fünfstelligen Betrag dann für meine Veranstaltungen auszugeben und so weiter. Ne? Das sind alles lustigerweise Fähigkeiten, die man in so einem Studium durchaus beigebracht bekommt. Das ist ganz spaßig. Und ich habe in Essen studiert, ewig lange. Habe dann kurz vorm Examen aufgehört, weil ich 2000 oder Ende 99 das Angebot bekommen habe, für die IT-Akademie Ostwestfalen in Gütersloh Spieleentwickler auszubilden. Ich habe mir mein Studium damals immer schon mit Rhetorikseminaren und Projektmanagementseminaren und solchen Sachen finanziert und habe sehr lange auch so Word, Excel und so ein PowerPoint und so ein Zeug unterrichtet und habe das dann über sieben Ecken bin ich dann empfohlen worden bei der IT-Akademie und habe dann gesagt, boah, Game Designer ausbilden. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll, aber finde ich natürlich super spannend. Und dann haben die gesagt, naja, du sollst auch nicht unterrichten, wie Game Design geht, sondern du sollst diesen Kurs leiten. Und dann haben die mir ein unanständiges, sechsstelliges Angebot gemacht. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht damals, habe eine Firma gegründet und habe dann ein Jahr lang diesen Kurs begleitet. Habe da ganz viele Leute aus der deutschen Games-Branche kennengelernt. Zum Teil Leute, mit denen ich seitdem super eng befreundet sind. Viele Grüße nach Berlin an Tom, Thomas und alle anderen dort. Und das war mein Einstieg in die Games-Branche. Hobby zum Beruf gemacht, aber über einen sehr absurden Weg. Okay. Sehr cool. Das klingt sehr spannend. Und der Steffen hat schon so viele Küchenfragen gestellt. Ja, es sind gerade die Zwiebeln dazu. Ich kürze das ab. Die Zwiebeln sind jetzt dazugekommen. Die sind jetzt dazugekommen. Ja. Genau. Die müssen jetzt glasieren. Das glasieren ist ganz wichtig, dass die Zwiebeln nicht zu viel Hitze kriegen. Die sollen schön durchsichtig sein, weil dann kriegen die dieses schöne, süßliche Aroma, was Zwiebeln brauchen. Ich habe es versucht, abzukürzen. Ja. Ja, wenn du nachher fertig bist, am Ende müsstest, hast du eine Orange zu Hause? Nee, habe ich nicht, nur eine Zitrone. Schade. Warum? So ein paar Tröpfchen Orange über die fertigen Bratkartoffeln, glaub mir, das ist ein Genuss. Oh, das ist auch mal interessant. Ich wollte Zitrone drüber machen, also ganz so weit weg bin ich davon nicht. Bist du nicht, ja? Bist du nicht weit? Zitrone finde ich auch gut. So, jetzt höre ich euch gerade kurz nicht, weil die Kaffeemaschine so laut ist. Ihr dürft jetzt sagen, was ihr wollt. Ja. So, jetzt ist schon vorbei. Jetzt höre ich euch wieder. Ach, schade, ich wollte gerade raus, Mann. Du bist dann irgendwann aber auf Twitch gelandet, glaube ich. Ja. Und ich glaube, du hast am Anfang, wenn ich das richtig gelesen oder gehört habe, versucht so ein bisschen zu zocken. Hast dich davon aber, glaube ich, so ein bisschen auch verabschiedet. Wie ist es in Richtung Twitch, wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, Twitch probiere ich aus? Lustigerweise habe ich eine Lebenskrise gehabt. So vor 4-5 Jahren ist meine Ehe kaputt gegangen und dann haben wir uns getrennt. Dann neue Beziehungen. Meine Firma habe ich zu dem Zeitpunkt damals verkauft, habe dann mit einem Verlag in Bayern mit Computec, kennt ihr bestimmt, ne? PC Games, PC Action gehört zu denen. Mhm. Das waren dann die Gesellschafter von meiner Firma, habe dann quasi für die gearbeitet. Das war zum Teil sehr anstrengend, weil es einfach sehr viel Druck gab, also ein ganz anderes Arbeiten als vorher. Und es kamen so ganz viele verschiedene Sachen zusammen. Und irgendwann habe ich gesagt, so, ey, du machst seit
1000 Jahren Zeitmanagement-Seminare und da erzählst du den Leuten immer, es ist total wichtig, dass ihr euch Ausgleich schafft, dass ihr Dinge tut, die euch glücklich machen und, und. Und was mich wahnsinnig lange in meinem Leben unheimlich glücklich gemacht hat, war Kabarett spielen, Theater spielen, Leute unterhalten, spaßig sein. Und das habe ich aus 1000 Gründen in meinem Leben bestimmt 10 Jahre lang hinten angestellt und war halt eher, wenn ich auf einer Bühne war, dann auf meinen Konferenzen auf einer Bühne oder wenn ich irgendwo vor Menschen gesprochen habe, dann ganz häufig über Killerspiele sind kein Grund für Amokläufe. Weißt du, ich war sehr stark in diesen ganzen politischen Diskussionen rund um Computerspiele auch verhaftet, weil das eben auch mein Job war damals. Und dann habe ich irgendwann gedacht, du brauchst irgendetwas, wo du Quatsch machen kannst. Und dann habe ich mir YouTube ein bisschen genauer angeguckt und fand das eigentlich ganz geil. Und meine ersten Sachen, die ich gemacht habe, war dann eben auch Let's Plays für YouTube. Und habe dann aber sehr schnell gemerkt, dieses Aufzeichnen, Zusammenschneiden, das ist alles nicht meins. Ich würde da niemals so gut drin sein, dass ich mit dem zufrieden bin, was ich da gemacht habe. Und dann kam einfach ein Freund zu mir und hat gesagt, ey, ich gucke immer Twitch, finde ich total geil, guck dir das doch mal an. Und dann habe ich, glaube ich, als allererstes damals den Funk Royal gesehen und fand das einfach super entspannt. Und habe so gedacht, boah, das finde ich geil, das will ich ausprobieren. Ja, und dann bin ich hingegangen und dann macht er am Anfang meistens das, was die anderen auch machen. Das heißt, ich habe eben erstmal gezockt und ich habe erstmal gespielt und habe dann gemerkt, das war zwar lustig, aber da sind andere so viel besser, dass ich irgendwann einfach gesagt habe, ey, ich bin weder gut im Spielen, also das Spielen als solches macht mir selber gar nicht so richtig viel Spaß, wenn ich dabei die ganze Zeit reden muss. Noch ist das etwas, was ich anders mache als andere. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, du wolltest doch eigentlich immer mal Interviews machen. Mit Leuten aus der Games-Branche, mach das doch. Ja, und so fing das an. Das ist, und dann habe ich mit sehr wenigen Leuten erst angefangen. Ich habe sehr früh dieses Facebook Live ausprobiert. Ja. Da war ich tatsächlich in Deutschland einer der Ersten, die das überhaupt gemacht haben. Mhm. Und hatte da hunderte von Leuten, die wirklich riesen Spaß haben. Aber du konntest ja damals bei Facebook nicht wirklich irgendwas Aufregendes machen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ne? Das war ja einfach nur live gehen. Und dann meistens mit dem Handy, du hast ganz wenig Interaktion gehabt, wenige Tools, die dir zur Verfügung gestellt haben. Also ich habe selten eine coole Funktionalität gesehen, die so in den Sand gesetzt wurde, wie das von Facebook damals. Und habe dann irgendwann für mich entschieden, das ist es nicht. Naja, aber da wusste ich schon, dass das funktioniert, dass die Leute mir gerne zuhören und dass ich halt auch ein großes Interesse daran habe, mit Menschen live Dinge zu tun. Ne? Das ist ja genau wie mit euch. Absolut. So, also ihr macht das ja auch. Manchmal dauert es auch ein bisschen, bis man das erkennt, ne? Also das ist ja, oder bis man das wiederentdeckt. Also bei mir war das, wir haben das ganz oft in der Sendung besprochen, ich bin früher immer mit so einem Schuhkarton umgebaut als Kamera auf der Schulter, ja, und mit so einem Papiermikrofon durch die Gegend, der rasende Reporter nannte meine Mutti mich immer und hat gesagt, entweder Junge, du wirst Politiker, weil du sprichst, du laberst wie ein Politiker, ja, oder du wirst Moderator, nee, was hat sie gesagt, du wirst, nicht Moderator, du wirst, Politiker? Nee, hier. Ja. Astronaut. Ja, doch, irgendwie sowas. Ich weiß es gerade nicht mehr. Du wirst hier Moderator und dann habe ich immer gesagt, Pressefuzzi, ihr wisst, was ich meine. Du wirst, ja. Und dann habe ich das hast du in der Jugend so gehört. Mutti hatte recht gehabt, hast du dann nicht gemacht, hast dein Ding gemacht und Steffen will schon was zur Küche fragen und jetzt sitzt du hier auf einmal mit deinen 36 Jahren und machst sowas. Bevor du was zur Küche fragst, Graphic Girl hat geschrieben, sie hat bei Frank Rosin gelernt, dass immer ein bisschen Zucker an die Zwiebeln kommt. Zucker sind schon dran. Graphic Girl, meine Liebe, das hast du richtig gehört. Slide gerne in meine Pants. So. Ja, nee, aber das ist doch, das ist einfach ein geiler Weg, oder? Stefan, nicht, dass du jetzt, ne? Nee, alles gut. nur zur Info, ich mache mir jetzt so ein alles in einer Pfanne, alles durcheinander. Wenn ich jetzt einfach nur Spiegeleier dazu machen wollen würde, hätte ich alles aus der Pfanne geholt, hätte die Pfanne richtig knackerheiß gemacht und hätte die Eier in der Pfanne so angebraten, dass die eine richtig braune Kruste kriegen. Mhm. Das ist meine Art, Spiegeleier zu machen. Ich mag das nicht, wenn die einfach in so einer, wie nennt man denn, diese Teflon-Pfannen, irgendwie darum kämpfen müssen, genug Hitze zu kriegen und eine Kruste zu bilden. Sondern ich mache das halt immer in gusseisernen Pfannen und dann, wenn die so knusprig sind, dann entwickelt Eiweiß nochmal einen ganz, ganz anderen Geschmack. Ist das so eine Art Bauernfrühstück? Oder genau.
Genau, ja, ja. Also es ist, glaube ich, kein echtes Bauernfrühstück. Da gibt es ja auch wieder so geile Rezepte und da musst du alles richtig machen. Das ist jetzt halt einfach mal... Leberwurst rein, aber hast du nicht gesehen. Stefan könnte mein Vater sein, vom Alter her nicht. Aber ich werde immer die huckt mich immer alle an, dass ich, wenn ich während des Kochens schon am Spülen bin, alles am Putzen bin, ja... Ja. Selbst völlig bekloppt, du wirst mich jetzt wahrscheinlich, jetzt gleich wirst du mal kurz gucken, aber ich schaffe es während des Kochens sogar, den Gasherd zu reinigen. Nee. Doch. Ja, das ist, das ist allerdings. Da brennt zwar das halbe Handtuch weg, aber es geht, ja. Es geht. Aber das bin ich auch so einer. Es muss immer Pico sein. Ja, du hast das eben angesprochen, Stefan, dass du tatsächlich dann wegen dem Stream und du hast gesagt, du möchtest mit Leuten talken, auch von der Gaming-Branche. Ist das ausschließlich von Leuten jetzt mit der Gaming-Branche oder hast du gesagt, irgendwann, egal, ich will einfach geile Gäste haben, mit denen talken und oder genau. Wie? Ja. Genau so. Also das hat sich einfach ergeben, ne? Und viel durch die Community. Es war sehr schnell dann, sagten Leute, hey, du musst unbedingt mal den und den ranholen oder sprich mal mit dem. Und dann hat sich das ergeben. Ne? Und ich, das ist ja auch so ein Ding, was uns Streamer tatsächlich von den YouTubern enorm unterscheidet, dass wir sehr viel mit unserer Community machen und denen auch, die auch sehr ernst nehmen. Das ist ja ein ganz anderer Umgang mit den Leuten, als jetzt zum Beispiel mit Kommentaren bei YouTube. Ne? Mhm. Und ist ja auch wenn live du, hier, kein Video. Ja, aber das ist wieder so ein Ding. Ne? Deswegen sind wir auch besser als Worldwide Wohnzimmer. Aber das sind diese Brüder, oder? Ja, genau. Grüße gehen an die, haben wir schon lange nicht mehr gemacht, Grüße gehen schnell raus an die beiden Jungs. Ja. Eines Tages werdet ihr uns den Webvideopreis überreichen, Jungs, wir sorgen dafür. So, weiter geht's. Was heißt eines Tages? Ich dachte dieses Jahr. Das wird ein bisschen knapp dieses Jahr. Ach so. Die Kategorie gibt's den denn überhaupt noch? Was? Gibt's den denn überhaupt noch? Ja, wir führen den wieder ein für Twitch, ja, ist doch klar. Gut. Ja. Richtig. Wenn der nicht mehr da ist, kann ich das verstehen. Die haben die YouTuber-Qualität gesehen, haben gesagt, wir sind weg, ja. So, ja, aber wir sind nicht dabei, was ist das hier? Ja, Twitch. Ja. Wir brauchen den Webvideopreis für Twitch. Wir brauchen den, ja. Eine Frage. Kannst du nicht mal sowas hier gründen? Was denn? Ja, eine Live-Video-Auszeichnung. Immer, du wirst lachen. Ich habe gestern noch mit einem Mitarbeiter von mir zusammengesessen auf ein Bierchen im belgischen Viertel in der Markthalle. Und habe dem gesagt, dass ich theawards.com reserviert habe und zwar in Leadspeak geschrieben. Und dass ich immer mal vorhatte, eine Twitch-Preisverleihung zu machen. Ich habe eine Live. Wenn du Bock hast, ich habe ein Exposé dafür. Ich habe da nämlich schon vor einem Jahr drüber nachgedacht und habe das ausgearbeitet. Ja, können wir gerne mal drüber reden. Also nach der Gamescom, ne? Wie gesagt, bis dahin bin ich leider so. Der Schiff wieder runter. Aber ja. Könnte gestellt sein. Wir sind auch momentan tatsächlich noch gut zu haben. Ja, wir nehmen nicht alles an. Ihr seid zu haben. Schön. Ja, wir nehmen nicht alles an. Wir sind nicht für jeden zu haben, aber. Nicht für jeden. Wir müssten, um das richtig zu machen, ne, muss man natürlich das ganze Ding irgendwann auf Englisch machen. Und das wäre natürlich bei euch ein Problem, weil ihr könnt ja nur Deutsch. Das ist schwierig. Aber gut. Wir können auch Evangelisch, weil wir leben ja in Irland, ne? Da spricht man kein Englisch. Deutsche Community da in Irland, weiß ich doch. Ja. Habe ich doch alles recherchiert. Ne? Clip des Jahres hier, wird gesagt, aber Clip des Jahres, das ist auf jeden Fall auch, von Fallballer auch eine nette Sache, aber wir reden so richtig von Preisverleihung. Wisst ihr, roter Teppich, Luxuslimousinen, Rasen vor, gesponsert von Mercedes. Mindestens. Ja, Bambi und Oscar steigen mit ein und ihr wisst, was wir meinen. Ja. Das dicke Ding. Ist auch total einfach zu organisieren. Ich habe ja 14 Jahre den Deutschen Entwicklerpreis organisiert. Ich sage euch, das ist überhaupt kein Aufwand. Locker. Das machen wir zusammen. Ja. Und dann laden wir noch Tommy Grabbeis ein. Der braucht auch nur 2,5 Millionen und dann läuft das. Und dann machen wir das ein bisschen international, weil deutsche Städte sind ja mittlerweile so. Wir machen das international, weil deutsche Städte sind ja so ein bisschen langweilig geworden. Ja. Silicon Harbor hier in Dublin unten, vor dem Gebäude von Google oder so. Weißt du, wie ich meine? Das muss direkt sitzen. Ja, ich finde, das klingt super. Also und dann versteuern wir die ganze Nummer auf 10,5% irische. Nee, wir handeln noch besser aus. Besser, meinst du? Ja. Das kann man gut. Das aushandeln? Ja, das ist ja geil. Ja, ab einer gewissen Größe kannst du deine Steuersätze handeln. Das ist so geil. Und wir sind ja schon groß. Iren. Also die Iren. Ich glaube. Wir sind ja die Nummer 1 auf Twitch in Talkshows. Ja, wir sind sehr groß. Apple liegt bei 0,03% Körperschaftssteuer, ja.
Ja. Komm, ich finde, da kann man nichts sagen. Da kann man nichts sagen. Ja. Nein, das ist, finde ich, ein faires Angebot für Apple. Bin ich auch. Ich auch. Ne? 60% des Bruttoinlandsproduktes in Irland aus. Ja, da muss man auch mal, da muss man auch mal ein bisschen Verständnis für haben. Ja. Ausrufezeichen Reicher, da kriegt ihr alle bestimmt Links zu Stefan. Ausrufezeichen DEFCON. Wir kommen gleich nämlich zur DEFCON. Aber ich würde jetzt, wir haben so überzogen heute, kurz in die Pause gehen. Ja, der Stefan, der wartet schon, dass er einen Happen nehmen kann. Dann kann er auch, da muss er nicht jetzt mit vollem Mund sprechen. Wir gehen ganz kurz in die Pause und sind gleich wieder zurück. Und bleib bitte dran. Es ist einer der schönsten Sendungen, die wir hier in fast 100 Sendungen hatten, möchte ich mal sagen. Ja? Auch wie bis geil. Gleich. Das freut mich sehr. Ich habe auch sehr viel Spaß. Bis gleich. Bis gleich.